Was geht ab? Was geht down, Leute? Herzlich willkommen. Ja, neues Eternal Evolution Video. Was soll ich sagen? Das große Finale steht an. Und wir sind rot. Wir sind das rote Team. Wir sind rot ganz oben. Das sind meine Assassinen gegen seine Vanguards. Und ja, noch nicht viel passiert, muss man sagen. Wir schauen es mal lieber auf Einfach-Speed. Ich komme sonst nicht hinterher. Das sieht erstmal gut aus für meinen Assassinen. Leider lebt Leon noch, würde ich sagen. Guter Heal nochmal. Ah, jetzt kommt der Leos Ben. Ich weiß nicht, ob wir Leo jetzt noch genug abziehen können. Nee, oh, ah, da ist es. Ey. Ganz unlucky, da sind meine Assassinen dann gestorben jetzt. Leute, aber ihr wisst ja, das hat nichts zu bedeuten bei mir. Wir verlieren immer das erste Match. Ich habe im ganzen Summit Top 16 immer das erste Match verloren. Niemals die Hoffnung aufgeben, niemals kapitulieren, würde ich sagen. Noch ist alles drin für uns. Auch wenn wir gegen absolutes Monster hier spielen. Ah, unlucky. Schade. Ja, ihr seht das hier, ich zeige euch das mal ganz kurz. Die Cam aus hier. Ich kann euch gleich auch nochmal seinen ganzen Account zeigen. Ist schon absolutes Monster, Leute. Ihr seht das hier. Hyper Evo 5, 5, 5, ne? Alles Immortal 5, meine ich. Ich lade mal das zweite Match und dann gucken wir weiter, wie das zweite Match für uns gelaufen ist. So, zweiter Match geht los. Wir sind auf jeden Fall wieder die Roten. Das sind meine Summoner gegen seine Summoner. Mirror Match. Er hat Skua, ich habe leider keinen Skua, aber ich habe dafür Oisa. Ah, Oisa ist geplatzt leider. Oh, gute Ampu-Ulti von beiden Ampus, muss man sagen. Mucka gegen Mucka. Mein Mucka platzt. Ist unlucky. Aber noch ist alles quasi ausgeglichen. 3 gegen 3, finde ich. Und seine Sovaley hat ein bisschen weniger Leben als meine. Jetzt die Ampu-Ulti. Müsste Sovaley killen? Big! Big, 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 Leute! Big! Come on! Meine Sovaley muss überleben? Einer Piece! Oh nein, war zu früh gefreut. 2 gegen 2. Aber schöne Daniel Ulti mit Back. Ja! Das sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus für uns, dass wir den Fight gewinnen. 2 gegen 1 Dominanz jetzt hier. Los, Daniel, hau deine Ulti da rein. Big, das ist es. Das ist auf jeden Fall der Win. Das kann sein Ampu nicht machen. Das ist nicht möglich. 1 zu Eins, Leute, und wir haben wieder ein spannendes letztes Match. Oh, schauen wir mal. So, wir gehen rein ins dritte und alles entscheidende Match. Ich sag schon mal vorweg, er hat Pandemonium, Zyder, Nord und alles seine kranken Typen hier drin, ne? Ich habe meine Vanguard. Ich habe ja kein Nord und so. Ach, kein Pandemonium und so. Let's go. Oh, Pandemonium Ult. Leo schon mal direkt geprockt bei mir. Kriegt auch noch einen Stun hinterher. Oha. Das sieht ganz schlecht aus für uns, Leute. Ganz schlecht. Mal schauen. Sein Nord kriegt die Ult. Mein Nord kriegt auch nochmal eine Ult spendiert. 3 gegen 1. Alle gegen meinen Nord. Oh mein Gott. Alles gegen meinen Nord. Ich glaube, wir sind am Arsch, Leute. Sein Nord kriegt sogar nochmal eine Ulti spendiert. Das wird nichts, oder? 1 gegen 1 jetzt. Mein Nord hat eine Ult. Dicken Hit, los. Ah, sein Nord hat eine Ult. Was ein. Nein, Nord! Oh! Nochmal eine Ult! Die Hoffnung ist noch da! Kann mein Nord das machen? Irgendwie konnte mein Nord das machen! Yes! Mein Nord! Wie hat er es gemacht? Leute, wie hat er es gemacht? Keine Ahnung. Wir sind die Grand Champions, Leute. Er hat einfach 3 gegen 1 komplett rasiert. Big, big, big MVP. Northian, 24,3 Millionen. We are the Champions. We are the Champions of the world. Ja, Mann, Leute, sehr geil. GG. Hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Die Revanche fürs letzte Finale. Letzte Summit hatte ich ja auch gegen JVD im Finale gespielt. Da habe ich verloren.
Diesmal haben wir gewonnen und ich fasse es noch nicht. Wie hat mein Nord das gemacht? Keine Ahnung, Leute. Guckt euch einfach nochmal seinen Account an. Guckt euch das einfach nur nochmal an. Die Prototypen sind alle 60, außer der hier irgendwie. Puh! Alles, ja, okay, außer die beiden noch nicht, aber sonst. Puh! Sheesh, sind die auch X30? Ach, das kann ich nur sehen, wenn wir hier reingehen, ne? Sheesh! Oh, X30! D20! Ah, ist E30! 20! Oh, sogar Rest auf 30, crazy! 30! 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 20, 30, krass, ja, krass, krass, krass. Holy GGs, Leute, also da haben wir uns selber übertroffen, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich bin auf jeden Fall happy und was ich euch nebenbei auch noch warte zeigen wollte, wir haben nicht nur Summit Arena gewonnen, wir haben auch Twilight gewonnen und zwar relativ easy. Wir haben dicken Vorsprung, gar keine Gefahr gewesen, dass wir Twilight gewinnen. Sehr, sehr geil. Ja, läuft auf jeden Fall gerade, kann man so sagen. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich irgendwelche Chancen habe. Wie gesagt, kein Pandemonium, kein Cider. Alle haben damit gespielt und alle haben damit versagt, so gesehen. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace, euer Resign 1.